Herzlich willkommen zurück zu Shadow Hearts 2. Beim letzten Mal waren wir auf dem Schlachtschiff Mikasa, haben die Prinzessin gerettet, wurden am Ende gefangen genommen, aber wir haben davor noch Oberstleutnant Terada besiegt. So, und bevor wir jetzt weitermachen, muss ich eigentlich, damit man das versteht, was jetzt passiert ist am Ende der letzten Folge und was bald passieren wird, damit man das einordnen kann, denn es gibt wieder ganz viele Referenzen zu Shadow Hearts 1, die ich selber erstmal nachgucken musste. Also die Prinzessin hat ja als Namen gesagt Yoshiko Kawashima. Yuri hat darauf erstaunt reagiert. Ich habe mir gedacht, okay, das könnte, also ich wusste es nicht mehr, ich dachte, gut, kann sein Kawashima, dass das vielleicht der echte Kaiser von Japan ist, dass der irgendwie im Exil lebt. Aber nein, viel geiler. Yoshiko Kawashima, das ist die große Liebe von Kato gewesen, die in Shadow Hearts 1 ihr Leben gegeben hat, um ihn zu retten. Und ja, und der wie hieß dann, Naniwa Kawashima hat dieses Kind aufgenommen, adoptiert und hat dem den Namen Yoshiko Kawashima gegeben. Naniwa ist der echte Vater von Yoshiko Kawashima und der Lehrmeister von Yuga, dem Vater von Yuri. Was gibt's noch zu sagen? Also ja, dann haben wir am Ende noch gesehen, Fremdenminister Ishimura, Garan und Kato haben sich gegen uns einen Plan überlegt. Kato hat irgendeine gewisse Affenforschung, an der er sich widmet. Garan will uns eine Falle stellen. Ishimura ist so der Strippenzieher im Hintergrund. Und die wollen verhindern, dass Kawashima einen Staat in Asien gründen kann. Und was mit dem eigenen Staat gemeint ist, ist schon... So, jetzt lese ich mal vor, was hier zu Minister Ishimura steht im Villains Wiki. Also ich lese wieder auf Englisch vor. Minister Ishimura is the Shadow Ruler of Japan during World War I in the video game series Shadow Hearts. Ishimura is official just a member of the Japanese cabinet as Minister of Foreign Affairs, but in truth has direct influence over the military states. Decisions and Natural Policies of Japan. Also er ist der Schattenherrscher im Endeffekt. Er hat sehr viel Einfluss auf die einzelnen wichtigen Stellen des Landes und im Endeffekt sieht er die Strippen hinter allen Leuten. Das. Was steht hier noch? An Alien from the Distant ist seine Beschreibung. Also so wie es, das ist jetzt hier die Beschreibung von Shadow Hearts 1. Es soll 46 Jahre alt sein. His goal is to build a new country on the Asian continent, but his health has forced him to proceed more quickly than planned. Also, er will ein neues Land auf dem asiatischen Kontinent bilden. Japan ist eine Insel davor. Aber seine Gesundheit zwingt ihn dazu, schneller voranzugehen als notwendig. Ja. Naniwa Kawashima. Ishimura's and Ben Yuger's, also der Vater von Yuri's, former master. Naniwa Kawashima is a original father of Yoshiko Kawashima Kato's true love, who lost her life in Shanghai, China during the previous Shadow Hearts. Following the death of his daughter, Naniwa decided to withdraw from political life, but is known to still be a good patriot. Naniwa now lives in Yokohama, Japan, with an adoptive daughter, whom he gave the name Yoshiko Kawashima, in memory to the previous Yoshiko. He hired Kurando Inugami as a personal family bodyguard to protect her. Das ist alles, was im Hintergrund wichtig ist. Wir haben jetzt auch einen Szeneriewechsel, wir sind jetzt nicht mehr auf dem Schlachtschiff. Gut. Ich denke mal, das sollte jetzt erstmal reichen, damit wir ungefähr wieder wissen, wie die Charaktere zusammenhängen, wer was ist, wer welchen Hintergrund hat, wie das in Shadow Hearts passiert ist, damit wir auch ungefähr einordnen können, was jetzt passiert ist. So. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. That's right, Oka. That's your name. Now, sit up. Your job is to escape from there. Kill anything in your way, then come to me as swiftly as you can. Yes, Master. Haben wir also einen Auftrag bekommen. Wir steuern jetzt Oka, Level 50.
offensichtlich nichts Böses. Oka vom Affentrio. Wurde von Kato aus der DNS des in Shanghai verstorbenen Kawashima erschaffen. Ihr Körper ist eine tödliche Waffe. Wer dieser in Shanghai verstorbene Kawashima ist, habe ich ja gerade vorgelesen. Und das sind diese Affen, von denen Ishimura letztes Mal gesagt hat, dass Kato da nicht zu viel reininterpretieren soll. Anti-Rüstungsbombe. Na gut. Letztes Mal schon mal vorgespeichert, falls die Katze nicht hätte laden können, man Safe State. So. Gibt's Items, die sammeln wir jetzt nicht ein, die können wir später nochmal hin. Wer sind sie? Kato spricht zu uns. Oka, das ist Hien. Er ist einer der Mutantenaffen, genau wie sie. Sorry, aber wenn wir zusammen kämpfen sollen, will ich erst testen, was sie können. Gucken wir mal, was Anti-Rüstungsbombe kann. Ohne Ringverschwächung wird es hier sehr, sehr schwierig werden. Einmal auf perfekt verzichten. Gambeln. Oh nee. Kriege ich den doch nicht down, das kann nicht wahr sein. Verteidigung runter 4, perfekt. Na gut, jetzt weiß ich, dass ich ihm vertrauen kann. Oka, als nächstes testen wir ihre Schusssicherheit. Instruktion für Schießübung. Ziele erscheinen, während sie den Gang hinunterlaufen. Ziele sind euch scheiße, ey. Ich sehe uns hier scheitern. Ziele sind mit Kreis, ja, markiert. Schießen Sie, indem Sie die Taste mit dem gleichen Symbol betätigen. Drücken Sie die falsche Taste, können Sie sich eine bestimmte Zeit lang nicht bewegen. Ab und zu taucht Spezialagent Kato als Ziel, auf ihn dürfen Sie nicht schießen. Schießen Sie aus Versehen auf dieses Ziel, können Sie sich auch eine bestimmte Zeit lang nicht bewegen. Das sind alles Instruktionen, möchten Sie nochmal hören? Das sind ihre Befehle. Wir müssen 30 Ziele zerstören, bevor sie den nächsten Durchgang erreichen. Also sollen wir ja nicht schießen.
falschen Knopf gedrückt und schon gab's Ärger. Noch so eine Art Konditionierung, dass ich nicht auf Kato schießen darf. Dass sie sich nie gegen ihren Meister stellt. Ich weiß nicht, ob sie ein Game Over gibt, wenn ich eine falsche zu lange brauche oder so. Hier geht's nicht weiter. Leider keine Ahnung mehr, wie das hier mit der Lösung zusammenhängt, wo wir hier lang müssen. Die 30 Ziele zerstören, die nacheinander auf sie zukommen. Okay, ich kann mal einen neuen Safe State anlegen. Und dann sie durch, können sich eine Zeit lang nicht bewegen. Okay. Was, wenn Kato kommt, muss ich den dann durchlassen? Ja, Kato ist gut. Okay, das war's schon. So schlecht stelle ich mich vielleicht gar nicht an, aber gerade viermal die Knöpfe falsch gedrückt. Sie haben sehr gut bestanden. Ich freue mich, Sie einen Mutantenaffen nennen zu können. Perfekt. Hey, das war echt langsam. Sicher, dass Sie mit dem Rest klarkommen? Gucken Sie mich nicht so an. Ich bin Raiden, ein Mutantenaffe, genau wie Sie. Oh Gott, nett, Sie kennenzulernen. Nicht so schnell. Zuerst will ich einmal sehen, wie gut Sie sind. Auch 1 gegen 1 und ich habe mich überhaupt nicht geheilt. Das sieht ja schon mal schlecht aus. Nicht so viel Schaden wie der andere vorhin. Ich heile mich mal noch nicht, weil ich nicht weiß, was der sonst noch so kann. Ich glaube, die Safety kann ich erladen. Weil ich glaube, dass hier gar kein Game Over gibt. Und dass deine einfach sagt, du bist zu schwach. Komm wieder, wenn du stärker bist.
Dann soll ich natürlich schön meine Prozentquote für den Ring. Ich kann die spannenden Kämpfe, die wir hier machen, aber ist egal. Nicht schlecht, ich freue mich, jemanden wie sie im Team zu haben. Gut gemacht, Oka. Nun der letzte Test, Mutantenaffe. Ich will, dass ihr drei zusammen den Feind besiegt. Ja, Sir. Es muss ja vom Spiel einen Grund geben, dass die uns unbedingt sowas hier machen lassen. Dass wir die Affen besser kennenlernen. Ich kenne den Grund, falls es den ergibt. Der Meister schaut zu, versaut es nicht. Werde ich nicht. Also los. Bossfight Kampfroboter. Schwäche Finsternis. Schwierig bei Combo, wenn ich den immer den Ring nicht treffe, ist hier gleich Ende. Hier steht, Oka sollte mit Anti-Rüstungsbombe, der andere mit Hochwinkel und Knockdown angreifen. Er kann nur Knockdown, das ist ja doof. Eieiei, falscher Knopf. Okay. Der Witz aber ist... Oh. Giga-Kanone. Einfach nur gut treffen, das reicht. Hauptsache ich versau es nicht wieder. Perfekt bin ich anscheinend wirklich zu unfähig. Kombo-Magie können wir auch, na dann Attacke. Naja, gut, dann haut mich jetzt nicht vom Hocker. So an, dass niemand hier wirklich Gefahr ist zu sterben. Hatte ich jetzt gerade bei Kombo-Magie gesehen, wenn ich zu früh auf den Gutbalken drehe, hat der Angriff weniger Kraft.
gewonnen. You three have done well. Yes, Master. Oka, how do you feel? Is anything hurting you? I have a slight headache. That's not uncommon. It will go away soon. You're not yet finished, but you can still work with the other two. Do your best. Soon you'll have your full powers. Yes, Master. What's going on? We're locked up for 3 days and then suddenly they let us out? They didn't even investigate us. I guess they don't care anymore. That was pretty cold-hearted of Carando to take off on his own like that. Carando is not that kind of person! Huh? What's that? What'd you say? Oh, I get it, I get it. Why are you looking at me like that? You're turning all red. I'll kill you. Cut it out, you two. Look over there. Oh, it's him. There you are. It took a while to get you out. I'm sorry about that. You're the one who got us out? Yes. I vouched for you all. It's my way of saying thank you for saving my daughter. Well, actually, we... Yes, I know. Your Anastasia here was carrying papers that list her as a goodwill ambassador from Russia. Since I saw that, I have been wondering why you came to Japan. Goodwill ambassador? You had papers saying that? My father gave me them, in case I ever traveled overseas. Now that's an emperor! Yeah, a real Superman. He's better than Superman. Shall we go, Yuri? Anne? And you are... Anne? That's your new name, Karen. I didn't want them to know that you're German. Anne? That was my mom's name. Anne? That's not your name? No. It's Karen. Well, either way. Come on. Come on! Let's go. Ah, man sieht die Bohrung des Krieges. Sie darf nicht als Deutsche durchgehen. Machen wir gleich mal Power und Angriffs- und Spezialverteidigung auf unsere neuen Bonusgegenstände mal einsetzen hier. Wir anscheinend gar nicht bekommen haben, sondern nur... Ach, das hätte ich Oka und Dings geben können, wahrscheinlich. Ah ja, hätten wir den Kampf wohl noch leichter bestehen können. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu meinen Statistiken gezählt. Die volle Ringerfolgsrate sehe doch, wahrscheinlich ja. Wir sind schon Mutter Filaria. Wahrscheinlich... Rando ist gerade nicht in der Gruppe. Amon ist auf dem Max-Level. Das wäre noch gut. Das wieder als Starttruppe. So, ich komme gleich noch mal.
Ihr schon wieder. Oh, ihr seid es, der Schatzsucher. Wo habt ihr gesteckt? Ihr seid vorhin einfach verschwunden. Ich bin hier in Japan gewesen und habe neue Verstecke für den Schatz gefunden. Jetzt werdet ihr merken, wie beschämt es ist, eine Schatzsuche zu verlieren. Ihr wollt es noch einmal versuchen? Oh Mann, ihr lernt es wohl nie. Ich werde nicht aufhören, bis ihr verloren habt. Los, versucht es. Ihr werdet schon sehen, wie das ist. Kehre zur Gabelung zurück im Irrwald, wo der Wind weht. Er liegt vor dir. Das kommt auch später. Das hat dann mit einem Ort zu tun, den Yuri in dem Spiel schon mal in den Mund genommen hat. Gegenüber Kardinal Albert Simon. So, jetzt gehen wir hier rein. Kommen zurück alle zusammen. Oh, Kurando. Yo. Willst du nicht vielleicht Danke sagen? Danke, dass ihr mir geholfen habt. Gerne doch. Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich, zu Diensten gewesen zu sein. Sie steht schon bei Kurando. Was werdet ihr jetzt machen? Wir sind nur nach Yokohama gekommen, um ein Grab zu besuchen. Ein Grab? Ihr wisst, dass man euch töten will, stimmt's? Warum ein Grab besuchen? Ich weiß, ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. Der Fremdenfriedhof liegt kurz hinter der Stadt. Ich bin mit dem Zug von der Hauptstadt hier aus dahin gefahren. Warum kommt ihr nicht alle mit? Das würde alles etwas fröhlicher machen. Naja. Was denn? Du machst dir Sorgen, dass wir wieder angegriffen werden könnten? Mach dir darum keine Sorgen, ich bin da. Ich weiß ja, dass du ein echt harter Kerl bist, aber vertraut mir, diese Männer werden sich eine Weile lang nicht aus ihren Löchern trauen. Sie haben keine Zeit, sich um uns zu kümmern. Also gehen wir. Gehen wir mal zum Fremdenfriedhof. Irgendwas ist nicht okay. Irgendwas ist anders. Aber wir müssen weitermachen, richtig? Verteidigen runter 3. Ich in letzter Zeit immer mit physischen Angriffen kämpfe. Das ist kaum wirkungsvoll, aber wir nehmen es trotzdem. Komisch aus. This sure is one ugly place. I wouldn't want my tomb to be in a place like this. Hey, look! Stay back! Whoa! This guy can fuse too? Ja, Yuri, das ist cool. Andere Spezialfähigkeit. Fusionieren. Das war ein Tsukiyomi. Welche Finsternis? Wenn die
wieder einen langsamen Ring. Schön, das ist. Wir müssen jetzt Gorando verprügeln. Tarsia, eine Gruppe wäre das wahrscheinlich noch lustiger, wenn sie den Typen, auf den sie steht, verprügeln dürfte. Würde sie es beschwören. Der hat 3600 Lebenspunkte. Wir nehmen das normale Vorgehen für den Bossgang. Austeilen kann. Zusammen. Die anderen müssen jetzt erstmal buffen. So eine Bogenbarriere. Carol macht da noch Bogen gut. Oh. Carol ist sowieso irgendwie selten dran. Combo Mode initiate. Direkt noch physisch an. Ach, ich hätte Joachim wählen sollen, scheiße.
paar kritische Treffer. Das war ein Ärger. Aber einmal ist er noch dran. Weiß ich gar nicht mehr, ob das mehr Schaden macht als Death Round Hammer oder weniger. Lady Anastasia, you okay? What happened anyway? Well, you see, I came to the graveyard, then suddenly I felt dizzy and everything went black. Huh? Master, Princess, where are they? Get a hold of yourself. We're inside some kind of boundary. One false move could get us killed. A boundary? That's right. We've all been sealed inside this strange other world. Carando, they used you as bait to finish us off. How do we get out of here? I say we find the one who sent us here and do a little friendly persuading. Corando verfügt über eine besondere Fähigkeit, den Dämonenmorph. Genau wie bei Yuri können die Fähigkeiten von Corandos Fusionsmonstern durch das Aufladen der Seele verbessert werden. Deswegen konnte er auch keine Symbolmagie einsetzen. Tsukiyomi. An Höllenlicht. Yuri und er eigentlich dieselbe. Also wenn ich jetzt bei Yuri aufladen würde, würden wahrscheinlich die Seelen auch weggehen, oder? Achso, die haben beide ein gemeinsames Konto und nicht jeder sein eigenes Limit. Okay. Ja, Arme und Vollert reicht es ja, können wir uns ja hier drum kümmern. Können wir eigentlich mal gucken bei Status. Fusioniert, könnte ich eigentlich Karin aus dem Team schmeißen. Also die erste Truppe, die zweite Truppe lässt Blanka draußen. Die dritte Gruppe lässt Karin draußen. Dann haben wir ein neues Symbol bekommen. Valak. Hier irgendwo. Ja.
Sind 8. Wie viele Felder gibt's hier? 1, 2, 3, 4. Ne, da gibt's mehr als 8. Hier aber kein Team mit Anastasia, sondern mit Blanca. Die Händler ist auch hier rein verschlagen. Nicht Überraschung. Anderwelt, Eingang. Ich werde meine Batterien eine Weile aufladen. Ja, dann macht es mal. Tut wieder auf der Flucht. Wie sind wir in dieser Situation geraten auf dem Weg in die Stadt? Oh, keine Sorge, Kunde ist Kunde, egal wo. Was soll es denn sein? Zeig mal her. Gucken wir mal, dass wir von jedem dieser Schutzdinger jeweils 4 haben, falls es doch mal nötig ist. Nehmen wir mal nur 20%. Würde ich weniger Punkte, aber so schaffe ich es auf jeden Fall. Hier habe ich noch manche Dinger, die sind ja uralt. Du hast hier immer noch keine normale Rüstung. Was ist denn hier los? Wir haben das Soll für diese Folge mehr als erfüllt. So viel wollte ich gar nicht schaffen, oder so viel habe ich gar nicht. So viel habe ich erwartet, dass wir Tsukuyomi noch besiegen. In die andere Welt jetzt anzufangen, wäre glaube ich Blödsinn. Das dauert eine Weile. Denke ich mal. Ich werde gleich mal einen Zufallskampf triggern, damit wir mal gucken, was uns hier erwartet beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal werden wir dann schauen, was es mit dieser Anderwelt auf sich hat. Einen Kampf machen wir noch. So, Karin ist natürlich für Bosskämpfe, ist das Team mit Corando doof. Dann habe ich ja nur 2 Leute, die buffen können. Das ist natürlich dann doof. Ist natürlich nicht so praktisch. Gaki, Pera Pera, no Maske. Pera Pera, schwach gegen Feuer. Also Gia Nova, no Masken, schwach gegen Licht. Gaki, schwach gegen Wasser.
schon am Zauber richtig zuteilen für übernächste Folge. Sonderskills. Und die Erfahrung gibt es auf jeden Fall. Wissen wir, was wir machen können und was wir nicht machen können. Nächstes Mal schauen wir uns die Underwelt an, gucken, wie es weitergeht. Und dann lassen wir uns überraschen, was passiert. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.